Wie man den Turm zieht, das lustige Pferd, den pfeilschnellen Läufer, das weiß ich noch ganz gut. Dann die furchtbar mächtige Dame. Und zum Schluss den tapsigen König, der gerade mal ein Feld pro Zug schafft. Als Kind fand ich Schach faszinierend. Aber zu meinem Unglück hatte ich ältere Brüder. Die spielten leider auch Schach. Und blöderweise wollten die immer nur gewinnen. Tja, das war's dann. Als Kind hat mich immer interessiert, welche Schachfigur magst du am liebsten? Für mich war es das Pferd. Fangen wir also einfach damit an. Kinder sind vom Springer fasziniert. Das ist die Figur, die alle Regeln zu brechen scheint. Nach all den Jahren sehe ich die einzelnen Figuren gar nicht mehr individuell. Ich weiß einfach, die gehört hierhin, die gehört dorthin. Ganz allgemein spiele ich gerne auf Positionen mit zwei Springern. Im Schach haben Springer und Läufer fast die gleiche Stärke, sodass man sie leicht gegeneinander tauschen kann. Es gibt Spieler, die sich auf zwei Läufer spezialisieren. Ich glaube, Wladimir Kramnik spielt oft mit zwei Läufern. Ich habe das auch gemacht, aber in vielen Spielen habe ich auch mit zwei Springern gespielt. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Schach ist etwas Wunderbares, ein Spiel, das mich sehr bereichert. Aber es ist ein Sport, keine Frage. Ich spiele das schönste Spiel meines Lebens und mache im letzten Zug einen groben Fehler und habe nichts davon. Deshalb ist es ein Sport. Nein, für mich ist das ein wenig anders. Natürlich Sport. Okay, es ist schwer zu entscheiden, ob Schach hauptsächlich Sport oder Kunst ist. Für mich ist es beides. Wegen meiner eigensüchtigen Brüder blieb mir der Kosmos des Schachspiels verschlossen. Kein Schnellschach, Blitzschach, Fernschach, kein Zugang zu Schachclubs, Schachturnieren, Schachliteratur, Schachgeschichte, nur zunehmender Frust und wachsende Unlust, dieses Spiel zu spielen. Irgendetwas muss dabei Anand und Kramnik in ihrer Kindheit anders abgelaufen sein. Ich vermute, sie hatten vor allem keine älteren Brüder, die immer nur gewinnen wollten. Fragen wir doch einfach mal nach. Ach, wissen Sie, ich hatte keine typische Kindheit, war kein Standardkind. Was nicht heißt, dass ich keinen Spaß hatte. Ich habe auch draußen gespielt, Fußball und Ähnliches, aber nicht so viel wie andere Kinder in meinem Alter. Ich fing sehr früh mit dem Schachspielen an, spielte schon mit 6 Jahren Turniere und musste schnell erwachsen werden. Alle meine glücklichen Kindheitserinnerungen hatten immer irgendwie mit dem Schachspielen zu tun. Zum Beispiel, wenn ich ein Turnier gewonnen hatte. Es war keine sehr fröhliche Kindheit, wenn Sie so wollen. Ich wurde in Chennai geboren. Es hieß früher Madras. Mein Vater arbeitete bei der indischen Eisenbahn. Bei der Eisenbahn, fast wie in der Armee, wird man häufig versetzt. Ich bin das jüngste Kind. Meine Mutter brachte mir das Schachspiel bei. In ihrer Familie wurde sehr viel Schach gespielt und sie zeigte mir, wie es geht. Und sie begleitete mich viele Jahre lang auf Turnieren.